Fotos von Baby-Wombats Deponia 4-Komplettlösung abzugeben. Quatsch. Hey, das sieht interessant aus. Willst du mit mir mein Pausenbrot teilen? Na klar will ich. Ich hab ja Hunger. Jetzt muss ich nur noch diesen Absender finden. Romantic Ninja. Romantic Ninja. Willst du mit mir mal der Teil? Jetzt muss ich nur noch diesen Absender finden. Romantic Ninja. Wer könnte das wohl sein? Oh, oh, mit der Eselskappe. Oh, was für ein böser, gestrenger Vater. Dritte Szene? Und der hier, was hat denn der? Hat er einen Laserpointer auf der Stirn? Ist der Inder oder was hat er da? So, das hier sieht ganz cool aus, ne? Können wir mal nicht angucken. Warum kann man das nicht angucken? Es ist so cool und auffällig und wir können es nicht angucken. Wir können ja generell nicht rein, glaube ich, oder? Was suchen Sie denn hier? Sie müssten doch in der Vorlesung sein. Ich wollte mir nur kurz die Beine vertreten. Dann vertreten Sie sie zurück in den Hörsaal. Und kommen Sie erst wieder, nachdem die Pausenglocke geläutet hat. Na los, hoppidi-hopp. Der Rufus lässt sich von irgendwem was befehlen? Was ist denn hier los? Das muss ja eine Autoritätsperson sein. Oder ein Schalter. Und hier, die Raupe ist übrigens süß. Mit dem Schalter können wir da hinten das Ding. Oh, ist ja süß. Nochmal. Einfach weil es so süß ist. Taklump, taklump, taklump. Also muss die irgendwie nach unten oder wir müssen ihm irgendwie diese Fahne geben. Ich weiß es noch gar nicht. Also irgendwie. Ja. So, irgendwie müssen wir. Ich glaube. Irgendwie müssen wir eine der Fahnen nehmen und diesem Mann hier geben. Diesem Mann geben wir die. Und dann gucken wir mal, was passiert. Kommen wir hier noch irgendwo hin? Nee, ne? Nee, kommen wir nicht. Aber hier ist noch. Ah, nach hinten? Erstmal nach hinten. Unkraut. Das muss dieser Studententabak sein, von dem Lonzo immer erzählt. Eine Pflanze, die kurioserweise hauptsächlich auf Balkonen von Studenten-WGs gedeiht. So. Das Unkraut nehme ich mal. Warte. Ah, schön. Die Pflanze riecht nach Lonzos Hinterzimmer, wenn er diese Trash-Metal-Band zu Besuch hat. Ah, so ein Studentenkraut ist das. Ich verstehe. Sieht aber ganz anders aus. Die Pflanze riecht nach... Na gut, dann haben wir ein Kräutchen. Ich gehe mal ganz kurz nach vorne. Jetzt will ich mal ganz kurz... Suche das D. Aber nein. Entschuldigung. Sehe ich richtig oder gibt es hier Luftspiegelungen? Zurück zur Vorlesung. Aber Dalli! Und kommen Sie erst wieder, nachdem die Pausenglocke geläutet hat. Suche das D. Aber da kommen wir gerade noch nicht ran. Haben wir hier noch irgendwas anderes am schwarzen Brett? Welcher Charakter aus der Geisterastronaut bist du? Rufus. Mhm. Ich werde jeden entfreunden, der Bilder von Kapuzineräffchen aufhängt. Ich werde jeden... Dieser Obdachlose spielte mit einem Kapuzineräffchen. Was dann passierte, verschlug mir den Atem. Kann ich da draufklicken? Kann ich da... Ich muss da unbedingt draufklicken. Ich werde jeden... Dieser Obdach... Okay, das ist Facebook. Das hier ist Facebook, wie es aussieht. Und wir können wieder in die Vorlesung. Ich glaube, sonst können wir hier nicht so viel machen, ne? Wir können da rein, wir können da rüber. Da haben wir noch die Piñata. So. Piñata. Hakuna Matata. Hey. Wie sieht der Blinde das? Hey. Warte. Hey, Mist, nochmal. Hey. Hier kommt Alex. Vorhang auf für ein kleiner... Na, okay. Zum Hörsaal. Hier ist es gerade mega spannend auch. Da kommen wir nach oben. Die Uhr. Wir müssen... Oh, das ist eine Maus gerade gewesen. Eine kleine süße Maus war da gerade. Eine Maus. Ja, zum Turm. Ich weiß ehrlich gesagt momentan überhaupt nicht eine Anomalie. Kann ich damit vielleicht irgendwas machen? Ein Unkraut. Kann ich doch ins Laufrad stecken. Da ist die bestimmt motiviert. Das Schnabeltier bestimmt motiviert. Ich bezweifle irgendwie, dass ihn das besonders motivieren wird. Also doch, Motivation. Er ist noch nicht fertig. Er braucht nur etwas Motivation. Motivation.
Ein Zettel wird nicht funktionieren. Ich bezweifle. Vielleicht eine Nadel oder Feuer oder irgendwas. Ich weiß nicht genau. Eimer, ein Zettel, Unkraut, Tafeleimer, Regenschirm. Hier. Nicht nötig. Ihre kleinen Nerdköpfchen rauchen bereits. Okay, sonst können wir hier auch gar nichts machen, ne? Hier ist noch ein Stromstecker. Zettelchen. Können wir hier irgendwo Feuer herkriegen? Das ist natürlich die größte aller Fragen. Kraut vielleicht? Vielleicht können wir hier, ich weiß gar nicht, Unkraut da rein. Ich zweifle doch sehr, dass sich das Schnabeltier damit ködern lässt. Verwöhntes Biest. Ah, ist ja ärgerlich. Wahrscheinlich mit Süßigkeiten aus der Piñata. Ich bezweifle doch sehr, dass verwöhnt. Okay, gehen wir nochmal runter. Ich dachte, vielleicht hätten wir es da. Hier, Zettel vielleicht? Hm? Na, hier, so, irgendjemand, Zettelchen? Heißt einer von euch zufällig Romantic Ninja? Herr Rufus, bitte nicht! Du bist Romantic Ninja? Ist das peinlich. Wusstet ihr, dass er ein romantischer Ninja ist? Dass er, wie es hier auf dem Zettel steht, den schwarzen Gürtel der Liebeskunst trägt? Ich möchte im Erdboden versinken. Nein, das wussten wir nicht! Das muss daran liegen, dass er mit den Schatten der Einsamkeit verschmilzt, wie es hier so schön steht. Zum Glück habe ich diesen Zettel gefunden, denn wirst auch du bedroht auf dem Schlachtfeld der Liebe, was offenbar auf mich zutrifft. Bedroht? Mein Katana hat dein Herz in Fetzen geschnetzelt. Bietet er Folgendes an. Willst du mit mir mein Pausenbrot teilen? Ja, Sie können es haben. Mir ist der Appetit vergangen. Danke, Romantic Ninja. Deine Tapferkeit und dein Edelmut werden nicht in Vergessenheit geraten. Auch in tausenden Monden nicht. Schon vergessen. So, wir haben ein Pausenbrot. Können wir das denn vielleicht? Frisches Pausenbrot. Oh, lecker. Oh, das würde ich jetzt gerne. Schnabeltiere essen nur altes Brot. Alles, was frisch ist, spucken sie wieder aus mit einem rotzenden Laut. Und dann jammern sie, dass früher alles besser war. Und schreiben verbitterte Online-Rezensionen. Okay, vielleicht durch die Zeitanomalie. Probieren wir es mal. Was passiert wohl, wenn ich das Pausenbrot hier reinhalte? Ich. In der Anomalie vergeht die Zeit viel schneller als außerhalb. Das Brot wird also alt. Und die Hand? Na, das hätte wohl jeder vorhergesehen. Jetzt taugt es nur noch zum Entenfüttern. Und ich müsste mir die Fingernägel mal wieder schneiden. Ich will die Hand sehen. Ich will die Hand sehen. So. Und wir haben eine... Ja, mit Speck fängt man Mäuse. Oder macht Speckomelette. Je nachdem, was gerade gebraucht wird. Oh, Baconomelette. Mm, köstlich. So, wir gehen nochmal ganz kurz... und dann haben wir hier Schnabeltierkorb und ein Gerüst von der Gelüst. Guck mal. Du Schöne. Tja, mit Speck fängt man Mäuse. Oder macht Speckomelette. Ja. Ist eigentlich voll gemein, dass wir die gerade gecaptured haben. Da oben ist ein Nest. Wir wissen nicht, ob da oben Schnabeltiereier sind vielleicht. Korb mit Albino-Schnabeltier. Ab ins Laufrad und gleich geht's richtig zur Sache. Und dann wird die Zeit wegfliegen einfach. Oh oh. Mal schauen, ob ihn das hier motiviert. Oh oh. Was ist denn jetzt los? Ich! Stereo-Monocle? Mein Name ist Nordbird, Herr Professor. Nordbird, das kann ich nicht. Wie lautet deine Antwort? Durch die Energiezufuhr hat sich die Ausdehnung der Anomalie vergrößert. Wir befinden uns jetzt innerhalb der simulierten Zwischenzeit. Und schon vergeht die Zeit wie im Fluge. Sie sagt nur innerhalb der Blase. Richtige Antwort, aber Punktabzug fürs Dazwischenreden, Unterbisswaldführer. Ihr Name ist Hildebrain. Ihre Eltern waren Witzbolde, was? Nein, Schrottländer. Sie ist Austauschstudentin. Und ich bin Daniel Drüsenfehler. Na und? Soll ich mir das jetzt merken, oder was? Yippie! Schule ist aus! Wollen Sie die Anomalie nicht erst einmal ausstellen? Lektion 2. Wolle nie etwas, was auch andere erledigen können.
So, jetzt ist aber genug hier. Und nun? Es hört nicht auf zu strampeln. Das sehe ich auch. Und was ist das jetzt? Das kommt aus ihrem Mantel. Das andere Schnabeltier weint. Ist ja schon gut. Nichts als Ärger. Freunde, ich habe das Gefühl, wir werden gleich sehr, sehr alt werden. Oder alles außerhalb ist gleich kaputt. Laufrad, Wenn er sich weiter so anstrengt, wird diese Geschichte bestimmt irgendwann ein glückliches Ende nehmen. Ich bin da nicht so sicher. Versuchsaufbau, ich würde gerne hier Knopf drücken, Stecker ziehen. Was ist denn mit dem Stecker? Schnabeltierkorb. Hier hast du ein bisschen Unkraut. Hier? Kann mir jemand sagen, was ich hier tue? Du benimmst dich wie ein Vollidiot? Ja. Setzen. 6. Ich sitze bereits. Und bei deinem Notendurchschnitt wird das auch so bleiben. Okay, das funktioniert ja nicht so gut. Hier? Das hat doch bereits das alte Brot bekommen. Verwöhntes Biest. Ja, hast du recht. Tja, der Eimer, der Regenschirm. Vielleicht hier? Nö, schade. Gerade wo es so spannend war. Alles hat mal ein Ende. Besser, ihr gewöhnt euch dran. Eieiei. So, dann haben wir den Kreis unterbrochen. Kann man das wieder mitnehmen oder eher nicht so? Oh. Dann lassen wir es da drin. So, Regenschirm ist jetzt passé. Ich gehe mal ganz kurz gucken. Die Stunde ist ja sowieso aus. Boah, Alter, ich habe gedacht, hier draußen ist jetzt alles... irgendwie vermodert und verrottet, weil die Zeit ja gerade so schnell vergangen ist. Oh, die Raupe! Okay, aber jetzt dürfen wir ja wieder... Jetzt dürfen wir ja hier rein, ne? Jetzt dürfen wir ja. Stunde ist ja aus. Okay. Hallo. Und konnten Sie den Schaden eindämmen, den mein Sohn bei den armen Studenten angerichtet hat? Eindämmen? Ha! Ausmerzen! Um welchen Schaden geht es gleich? Na, um diese fixe Idee mit den Zeitreisen natürlich. Junior behauptet allen Ernstes, Zeitanomalien erzeugen zu können. In seinem Schuppen will er eine Maschine gebaut haben, mit der man sich kreuz und quer durch die Zeit bewegen kann. Und dann hält er hinter meinem Rücken auch noch heimlich Vorlesungen zu diesem Thema. Undankbarer Aufwiegler. Aufwiegler? Er wirkt auf mich immer so... vorsichtig, nachgerade langweilig. Tja, schön wär's. Ausgerechnet mein Sohn ist ein Träumer, ein Fantast. Ja, ein Anarchist. Ehrlich? Ich meine, ist dem Vater nie aufgefallen, dass er vielleicht jünger wirkt als sein eigener Sohn? Ist da nicht irgendwie vielleicht, dass man da vermuten könnte, ein Schlüssel? Dass man da vielleicht vermuten könnte, dass eventuell irgendwas nicht ganz richtig ist? Sie rauchen? Nicht mehr. Wobei ich mir an Tagen wie heute wünschte, ich hätte es mir nie abgewöhnt. Ist das in Ihrem Alter nicht ein bisschen unvernünftig? Die Nikotinkaugummis waren schlimmer, haben mir alle meine Milchzähne kaputt gemacht. Ah, Benjamin Button. Es ist Benjamin Button. Ich verstehe, der wird immer jünger. Oh, McChronicle, der Arme, das D. Wenigstens scheint sich sein Hutmodegeschmack allmählich zu verbessern. Das D. Bitte, Herr Kollege, stören Sie ihn nicht. Er soll über seine Fehler nachdenken. Das sage ich auch immer. Aber wenn Sie das sagen, ist es viel lustiger, weil Sie nämlich Ihre eigenen Fehler verdrängen. Guck mal hier, Werbeposter für die Hook Coburg, wie ich gerade sehe. Das ist geschicktes Product Placement, verstehe. Das ist keine Pfeife? Da hat der Künstler ja mal richtig daneben gelangt. Was ist es denn dann? Ich nehme das mal mit, was immer es ist. Es ist doch eine Pfeife. Man kann einen Rufus eben nicht in das Licht führen. Es ist wahrscheinlich keine Pfeife. Pfeife. Es ist doch eine Pfeife. Wahrscheinlich ist es keine Pfeife. Na, das könnte ja gleich Visionen geben. Gestopfte Pfeife. Und er hat das Rauchen aufgegeben. Er hat einen Aschenbecher da stehen. Ich leg die mal dahin. Mal gucken. Vielleicht können wir ihn damit beruhigen. Unmöglich herauszufinden, ob das seine Sorte ist. Ich muss mich wohl bei meiner Kühnheit packen und es darauf ankommen lassen. Ach so, das geht nicht. Ja, hier. Unmöglich. Ich muss... Hier, die Kran. Meine alte Pfeife, das ist genau das, was ich jetzt brauche. Oh oh. Wow! Ganz schön kräftig, der Tabak. Der erinnert mich an meine Studentenzeit. Wir waren so verrückt damals.
So, lololololololo, guck, guck. Ist uns nicht gut bekommen. Wir haben damals mit allem herumexperimentiert. Mit Pflanzen, mit der Zeit. Ach, mit der Zeit? Und mit Frauen, natürlich. Ach so, na klar. Davon will ich nichts hören. Mrs. McChronicle war eine heiße Schnitte. Ich will's nicht hören. Noch verrückter als er heute. Meiner Mutter hat das gar nicht gefallen. Sie wollte nie, dass ich studiere. Ich sollte die Werkstatt meines Vaters übernehmen. Rocco McChronicle. Er meinte, es kommt nichts Gutes dabei raus, mit der Zeit rumzuspielen. Hat mir den Hintern versohlt vor meiner Freundin. Und dabei war ich schon 25. Ja, na gut. Ich glaube, der ist jetzt erstmal beschäftigt, oder? Können wir den Schlüssel nehmen? Ich darf doch, oder? Ich weiß nicht. Darf ich dann auch? Klar. Yippie! Schwupps. Haben wir den Schlüssel? Er wird gleich viel entspannter. Das sollte meinen Handlungsspielraum deutlich vergrößert haben. Mir geht es supi-dupi. Ich kann einfach nicht aufhören. Wo sind die Nikotin-Kaugummis, wenn man sie mal braucht? Ich weiß nicht, ob der jetzt auf einem guten oder auf einem schlechten Trip ist. Also irgendwie, wahrscheinlich ein ganz furchtbarer. Hier ein Kotzeimer. Wir können ihm mal einen Kotzeimer bereitstellen, aber erstmal natürlich hier mit unserem Freund Kroni reden. Psst. McChronicle! Dein Vater ist abgelenkt. Wir können los. Geh ohne mich. Er hat recht. Ich muss über meine Fehler nachdenken. Nein, hat er nicht. Es gibt Zeitanomalien. Ich weiß. Wir haben sie erzeugt und dadurch alles kaputt gemacht. Und dein Plan ist, ausgerechnet jetzt aufzugeben, wo alles am schlimmsten ist? Versteh doch. Es ist immer am schlimmsten. Hm. Das hier ist keine Schleife. Es ist eine Abwärtsspirale. Hm. Ja. Gut, das ist aber nur, wenn Rufus in der Nähe ist. Ach, was ist denn heute mit dir los? Du klingst schon genauso verbohrt wie dein Vater. Na und? Er hat mit seinem Verhalten die Welt nicht an den Rand der Zerstörung gebracht. Er kann sie mit seinem Verhalten aber auch nicht retten. Das bringt momentan wohl nichts. Naja, was? Achso, ich dachte gerade, da steht nur Schlüssel. Ein Schlüssel. Da hinten ist ja sowieso abgesprochen, wollte ich sagen. Abgeschlossen. So, hier. Labortür. Gehen wir mal ins Labor. Schauen wir mal. Ah, le door c'est open. Oha, das sieht mir schon ein wenig komplizierter aus. Oh oh. Ich schätze, hierfür werde ich ausnahmsweise einmal doch Hilfe benötigen. Nein, das glaube ich nicht. Da oben ist ein Bett aus irgendeinem Grund. Da sind Vorräte, wo man sehr gut drankommt. Also wenn ich dann hier schlafe, dann grabbel ich einfach mit meinem 5-Meter-Arm einmal kurz hier rüber, um eine Flasche Wasser zu trinken oder was immer das da sein soll. So, was haben wir für Zeichnungen? Hier unten ist eine Kuh. Hier sind ganz viele wichtige Kurven. Hier ist das Auge Saurons. Und hier ist ein Bronzehahn. Erstmal aufdrehen. Igittebä. Das ist ja nur Altöl. Irgendwie hatte ich flüssige Bronze erwartet. Wir haben aber einen Taffy-Leimer. So. Und dann rein in Glibber. So, und jetzt haben wir Eimer mit Öl. Das ist ja nur Altöl. Ich muss... Es ist Altöl. Mal gucken, was wir damit machen können. Eine Zeitmaschine, Tachyontank. Oh Gott. Das riecht nach Feta-Käse. Ein Profi-Wissenschaftler meines Schlages benötigt keine weiteren Anhaltspunkte, um zu wissen, was nun zu tun ist. Jawohl, den Bringdienst anrufen und einen leckeren Salat mit Feta-Käse bestellen. Oder einen panierten Feta-Käse. Oh, so lecker panierter Feta-Käse. Ist so unglaublich lecker. Oh. Solange der Tank leer ist, lässt sich da auch kein Druck aufbauen. Braucht der Tank zufällig Öl? Ein bisschen Öl kann nie schaden. Allerdings ist das hier deutlich mehr als ein bisschen. Das ist wohl nicht das richtige. Zeitmaschine. Ich schätze, hierfür werde ich ausnahmsweise einmal doch Hilfe benötigen. Ah, na gut. Hier ist ein Knopf.
den ich nicht drücken kann? Das ist nicht Deponia. Da ist ein Kopf, den ich nicht, Knopf, den ich nicht drücken kann. Zeitmaschine. Sonst einfach nur Tarion-Tank. Da braucht ein bisschen Öl. Ich glaube, aber wir brauchen irgendwie einen Messbecher oder irgendwas. Messbech, das ist so ein altes Theaterstück. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Mit dem... Hier haben wir noch die Ziege, mit der müssen wir auch noch irgendwas machen. Das scheint das Unimaskottchen zu sein. In Fachkreisen nennt man sowas Boomerang-Understatement. Ja, da habe ich keine Ahnung. Ich bin kein Fachkreis. Ich bin mehr so das Fachquadrat. Da kann ich also nicht mitreden. Hier geht's wieder nach vorn. Da geht's auch nirgends rein.